Hallo, 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 lost's mir aus, ja, ich hab schon gewusst, das kleiner Bur. Nur von Anna krieg ich niemals genug. Von der Musik, Musik, Musik. Hab sofort die erste Geigen gespielt, weil in der Schülerband nur derjenige gilt, der den Ton umgibt, der ist beliebt. Ich war Meister auf der Luftgitarre und im Traum bereits der nächste Superstar. Die Symphonie des Lebens ist selten nur ein Wunschkonzert. Gitarrenmacher tun daneben, trotzdem ist sie hörenswert. Und dann in der Pubertät, für jeden Blödsinn Doria Magnet, weil seine Eminenz vertrocker Konkurrenz. Doch leider schreibt die das ans Partitur, ihre Lieder auf den Moll und nicht in Dur. Schon sitzt man anstatt oben drunter im Orchester graben, wo man kapiert, wenn am die Noten fallen. Improvisieren kannst nur in einer Jazzkapelle. Die Symphonie des Lebens ist selten nur ein Wunschkonzert. Geht am Karton daneben, trotzdem ist sie hörenswert. Ob du normal bist oder ein Genie, ganz egal, hör auf deine Melodie, die in dir brennt, und pfeif auf jeden Trend. Und bleib dir treu bis hin zum Schlussakkord und dirigier dein Leben auf der eigene Ort. Die Symphonie des Lebens ist selten nur ein Wunschkonzert. Geht am Karton daneben, trotzdem ist sie hörenswert. Die Symphonie des Lebens ist selten nur ein Wunschkonzert. Gitarrenmarkaton daneben, trotzdem ist sie hörenswert. Na, endlich! Zeit ist wurm!